habe meinen Vater, meinen leiblichen Vater, durch einen Mord verloren. Dann habe ich sie gesehen und habe gewusst, bah, das ist sie jetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen am Weltfrauentag. Es wird Sie vermutlich nicht wundern, dass ich heute mir zwei Gästinnen eingeladen habe. Also ich denke, genau an diesem Tag ist dieses Unwort erlaubt. Die eine, Virginia Ernst, Sängerin, Ex-Eishockey-Profi und ab nächster Woche dann ein neuer Dancing Stars. Und ich werde unter anderem auch mit ihr darüber reden, wie man als lesbisches Paar im Jahr 2019 in Österreich leben kann. Mit welcher Selbstverständlichkeit oder möglicherweise auch nicht. Die andere, Elke Winkens, Schauspielerin und Musical-Darstellerin. Sie hat ihren großen Durchbruch mit Kommissar Rex gehabt und war im vorigen Jahr beispielsweise täglich am Schirm in der Telenovela Sturm der Liebe. Sie spricht offen darüber, wie sie sich nach zwei Vergewaltigungen eine ungetrübte Sicht auf Männer wiedererobert hat und wie sie sich aus ihrer Opferrolle befreien konnte. Servus Elke, ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist. Danke fürs Interesse. Ja, das, was dir passiert ist, das ist in früher Jugend passiert. Du warst 16, du warst 20. Jetzt sprichst du in aller Öffentlichkeit darüber. Warum jetzt? MeToo heißt ich auch. Mhm. Ja? Aber was heißt MeToo? Was ist dir passiert? Ich auch? Ja, was? Ein Griff auf den Oberschenkel oder eine wirkliche Vergewaltigung? Und da hat man dann gesagt, ja, und das ist ja alles 30 Jahre her und 20 Jahre her. Und das hat mich unheimlich geschmerzt, dass jemand sagt, wieso jetzt redest du darüber? Das, wann ich darüber rede, das ist ganz alleine meine Sache, wann ich über etwas rede. Und dass es dann, dadurch, dass es schon so lange her war, hat es die Leute irgendwie... die konnten das dann nicht ernst nehmen. Und das hat dann schon so in mir gebrannt, da etwas zu sagen. Aber ich wollte damit nicht an die Öffentlichkeit. Und dann ging aber etwas los, das ja die Kampagne losgetreten hat. Nämlich, dass man alles in einem Topf geworfen hat. Also wirklich von dem Griff auf den Oberschenkel bis hin zur schweren Vergewaltigung. Und da habe ich gedacht, jetzt können wir die Leute, denen das nicht passiert ist, dafür nicht mehr sensibilisieren. Wenn wir sagen, jeder Mann, der etwas in diese Richtung getan hat, gehört bestraft, an den Pranger gestellt, dann können wir für das Thema der wirklichen Vergewaltigung, des wirklichen Opfers, können wir keine Sensibilisierung mehr erreichen. Und wenn man einen ORF-Moderator an den Pranger stellt, wo noch gar nichts bewiesen ist, wo man noch gar nicht gefragt hat, ihn gefragt hat, was hast du dazu zu sagen? Was ist wirklich passiert? Man hat von der Medienseite, und da richte ich mich an die Medien, nicht gesagt, wir möchten die Frau jetzt auch mal zeigen. Wie sieht denn die aus? Ihr Foto habe ich nirgendwo gefunden. Sein Foto auf jeder Titelseite. Das heißt also, der Auslöser dafür, dass du dir gesagt hast, okay, jetzt rede ich, war also eine Art, diese Kampagne losgetreten von der Ex-Freundin des ORF-Kollegen. Dass ich schon vorher gesehen hatte. Da muss man aber schon dazu sagen, also wer immer jetzt von Ihnen weiß, wenn wir meinen, soll so sein. Wer es nicht weiß, soll bitte auch so bleiben. Deswegen nennen wir es auch nicht. Faktum war aber, das muss man schon dazu sagen, da stand nie der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Es bleibt immer was hängen. Und zum Schluss, wenn es nichts bewiesen ist und alles ist vom Tisch und vom es wurde sich in Wiedervorsprüchen, ist dieser Moderator freigesprochen worden, das muss man auch mal festhalten. Richtig. Und sagen. Aber geblieben ist ihm, dass er es schwer hat, zurückzukommen. Dass man dann sagt, ja, aber arrogant war der ja schon immer. Fändest du es fairer, weil niemand war dabei, der Zweifel bleibt. Aber wenn sagt ich jetzt mein Mann immer, der Anwalt, der Staatsanwalt war nicht im Schlafzimmer. Elke, das also war der Auslöser für dich, dass du die Dinge, die passiert sind, als du 16 warst und dann nochmals du 20 warst, dass du darüber jetzt in der Öffentlichkeit sprichst. Das war zu einem
zu einer Zeit, als es das Internet noch nicht gegeben hat, wo man sozusagen sofort auch seinen Hass, seine ganzen negativen Gefühle verbreiten kann, wenn man das möchte. Hättest du die Männer an die Pranger gestellt? Das weiß ich nicht. Ich kann ja nur von dem berichten, wie es mir damals ging. Also das war ein ferner Bekannter meiner Familie. Wir hatten nicht sehr viel Geld. Wir waren abhängig von diesem Mann. Der hat meinem Zwillingsbruder eine Ausbildungsstelle versprochen. Ich war damals schon sehr bekannt im Karneval in Düsseldorf. Das macht noch mal was anderes, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und dann hätte ich gesagt, dieser Mann hat das und das gemacht im Auto, auf der Autobahn. Da hätte ich mich in jeder Zeitung mitbegeben. Und ich habe es ja verdrängt. Meine Brüder wussten das bis kurz bevor dieser Zeitungsartikel rauskam nicht. Ich habe damals unglaubliche Scham empfunden. Und das hätte ich damals auch nicht gemacht, hätte ich das Internet oder irgendwas gehabt. Ich habe und das ist auch das, wofür ich jetzt so kämpfe. Das ist der Grund, diese Scham ist das, warum ich jetzt so kämpfe und warum ich hier sitze und mich hierher setze und mich dieser Sache überhaupt ausliefer, ist zu sagen, hab keine Scham. Ja? Und wir werden und geh und nimm dein Telefon. Und stell diesen Menschen. Ich bin gestern auf der Straße gegangen, hinter mir war ein Typ und dachte ich mir, der ist mir ja nicht ganz recht. So, und ich habe sofort gescannt, wer ist auf der Straße, ich war mit dem Hund. Ich bin zur Seite gegangen, als er kam und habe sofort die Straße gescannt, wer kann mir helfen und was tue ich. Und das hätte ich gerne mit 16 gehabt. Und meine Eltern haben uns beigebracht, wir kuschen, wenn jemand Geld hat. Das ist schlimm. Diesen Mann hast du dann im Umkreis deines Vaters noch mal gesehen? Den habe ich wieder gesehen später, ja. Ja, der hat sich dann auch noch ganz übel benommen. Also das ist wirklich sehr, sehr schlimm gelaufen. Habe den auch nie damit konfrontiert. Und, er hat sich danach noch mal übel benommen. Ja, der hat sich danach noch mal mit einer Handbewegung übel benommen mir gegenüber. Aber der ist auch seit 10 Jahren tot, das habe ich dieses Jahr erfahren. Und aber ich wollte auch nie, ich wollte nie klagen. Ich hab schon auch sehr viel darüber nachgedacht, als es dann mal hochkam. Ja? Ich hatte es ja ewig verdrängt. Also wirklich 15 Jahre war das überhaupt kein Thema. Ich habe es wirklich vergessen. Aber mit 20 ist es dir doch noch einmal passiert. Ja, das war das, was ich, darüber konnte ich eher reden. Aber das, was mit 16 passiert ist, das ist erst in der Therapie. Ich habe dann ganz, ganz viel Therapie gemacht. Aber eben erst sehr, sehr viel später. Sehr viel später, Anfang 20. In deinen 20s war das alles vergraben. Vergraben. Dann habe ich einen Film gemacht mit dem Hansi Hinterseher in Kärnten. Bin mit meinen Freundinnen nach Udine gefahren, wir waren shoppen und auf dem Rückweg. Die haben über Sex gesprochen. Ich habe mich übergeben auf der Autobahn und habe gesagt, was passiert ist. Bam. So. Da war es draußen. Da war es draußen und die haben gesagt, du gehst sofort in die Therapie. Das habe ich gemacht und dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Und dann ist es losgegangen. Dann ist immer mehr hochgekommen. Dann ist immer mehr hochgekommen. In der Zeit davor hast du da einen generellen Männerhass entwickelt durch diese beiden Erlebnisse? Nein, ich habe ja 2 Brüder. Ich bin mit Jungs groß geworden. Also ich wusste ja, ich hatte schon, also wenn sich jemand schlecht benommen hat, dann hatte ich einen Mordsmännerhass. Aber du warst in der Lage, eine Beziehung aufzubauen in der Zeit. Ja, aber schlecht, ja. Schlecht. Also natürlich völlig traumatisiert. Das ist ja das Schlimme, dass es so lange, ich sag ja heute, um jeden Tag, den ich damit verbracht habe, ist es einfach total schade, um jeden einzelnen Tag, dass ich nicht eher gearbeitet habe, dass ich nicht den Mund aufgemacht habe. Aber was hat dir eigentlich mehr geholfen? Die Therapie oder einfach deine eigene, auch ohne Therapie, deine andere Sicht auf die Dinge? Oder überhaupt, dass du überhaupt sprichst mit den Freundinnen zum Beispiel? Oder war die Therapie in erster Linie das Hilfreiche?
In erster Linie bin ich mir selber auf die Nerven gegangen. Mhm. Dass ich so kompliziert das Leben. Ich bin mir wirklich auf die Nerven gegangen. Es war immer dasselbe. Meine Freundschaften endeten an einem bestimmten Punkt. Meine Partnerschaften. Und irgendwann, wenn du immer mit demselben Muster, wenn du immer an derselben Stelle, dann bin ich einfach ein praktisch denkender Mensch. Aber Freundschaften und Partnerschaften ist jetzt wieder mal zweierlei. Und du führst das beides, Nein, das Scheitern. Mit Freundschaften kam ich dann. Ja, aber führst du das Scheitern immer auf dieses Trauma zurück, dieses zweifache Trauma? Ja, schon. Schon? Ja. Hat das auch damit zu tun, dass du ja doch eigentlich relativ spät zum ersten Mal geheiratet hast, so rund um 40? Auch damit? Nein. Das ist ja auch in die Brüche gegangen. Ja, ist ja auch in die Brüche gegangen. Also es war immer derselbe Punkt. Ich war verletzt und kam nicht klar im Leben. Mhm. Und irgendwann, weil ich eben so ein praktisch denkender Mensch bin oder so logisch, habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Was muss ich machen? Mhm. Und da war eben Mauzi Fechter, die Elisabeth Fechter, die hat mich ja schon lange therapiert. Und da habe ich gesagt, du, Mauzi, jetzt sagst du mir mal rein, was habe ich nicht kapiert? Und die hat gesagt, ey, du musst Eigenverantwortung übernehmen. Und das habe ich gemacht. Und es vergeht kein Tag, wo ich nicht auf etwas Neues stoße. Und ich schreibe ein Buch gerade darüber. Und mit jedem Tag, wo ich schreibe, merke ich, mir geht's einfach gut. Es geht dir einfach gut. Hinter dir dein Partner, auch er lächelt. Ich finde es ja auch eine bezaubernde Geschichte, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Ja. Kannst du das ganz kurz erzählen? Ja, das ist auch so ein kleines Wunder, wie wir uns kennengelernt haben, das so sehr gut auch zu meinem Leben passt, weil es eben nicht immer nur traurig war, sondern auch sehr lustig. Ich wohnte seit 2011 in einer Wohnung im 6. Bezirk und habe nach gegenüber geschaut, eine große Dachgeschosswohnung, und habe den Bert beobachtet. Und der Dame schon nichts gesagt dazu, wie heute auch nichts sagen will. Nein, er sagt nicht gerne. So. Und, du hast ihn beobachtet? Ich habe ihn beobachtet. Die Frau am Fenster. Jahrelang. Er stand, hat seinen Kaffee getrunken. Irgendwann habe ich den Hausmeister in meinem Haus gefragt, ob er wüsste, wer der da oben im Dachgeschoss ist, und hat er gesagt, ja, das ist Ordner, das ist ein Anwalt. Dann habe ich natürlich sofort gegoogelt, Ordner, Anwalt, kam das Gesicht, dann habe ich gedacht, ja, das könnte passen. Und dann habe ich mir gedacht, na, was kann ich jetzt nichts machen? Also, was soll ich da machen? Na, außer Kaffee trinken hast du nichts gesehen da drüben? Ja, na, er nur stand Kaffee? Manchmal mit nacktem Oberkörper in seinem Kaffee getrunken. Und der hat ja auch gefallen, der nackte Oberkörper. Ja, hat mir gefallen, der nackte Oberkörper. Und dann eines Tages, ich gehe aus meiner Haustüre raus, stürzt eine Frau vor meiner Nase, schreit, ich habe mir den Arm gebrochen, ich bin hin und habe die Rettung gerufen und so weiter. Ja, sie hatte sich den Arm gebrochen, und ich habe gesagt, du brauchst einen Anwalt, es war spiegelglatt, es war so ein Hausdach. Ja. Sie hat gesagt, sie hat einen Anwalt, der heißt Ordner, sage ich. Ah, Bert Ordner. Sagt alles sie, gewusst. Erkennst du den? Sag ich, nee, aber ich schaue in seine Wohnung. Und dann sage ich, muss ich jetzt eine Aussage machen bei diesem Anwalt? Und da hat sie gesagt, nein, ich will dir keine Arbeit machen. Und ich habe gedacht, schaut, jetzt gern Mord. So, irgendwann nichts. Sagt die Brigitte, heißt die mit dem gebrochenen Arm, ein Jahr später sagt sie zu mir, du, der Bert und du, ihr werdet eigentlich ein schönes Paar. Sag ich, ja, stell mir den doch mal vor. Die Idee hättest du aber selber vorher auch schon haben können. Ja, aber schreibe, es ist klar, das habe ich mir nicht traut. Okay, also sie schreibt dem Bert eine E-Mail. Die Elke Winkens möchte dich kennenlernen. Er antwortet nicht. Schreibt, glaube ich, noch mal, ne? Ein zweites Mal. Und er antwortet wieder nicht. Und dann, es war im Februar, es war ein Sonntag, es war dunkel, ich telefonierte mit meiner Freundin. Moment, Zwischenfrage. Sie müssen nur nicken, Sie haben gar kein Mikrofon, nur nicken, ja? Haben Sie in dieser Zeit eigentlich schon gewusst, dass die Elke Winkens da vis-à-vis wohnt? Also der Mann, oh Wahnsinn, da muss man wirklich alles selber machen. Gut. So, und dann, ich koche und sehe Taschenlampe drüben in der Wohnung und denke mir, ist Stromausfall. Ich koche weiter, aber lang, ja, und sehe eine zweite Taschenlampe und sehe, es sind Einbrecher.
Ich lege, sag zu meiner Freundin. Aus deinem Leben kann man ja Film machen. Ja. Du, ja, eben. Also, ich sag zu meiner Freundin, Fenster du, ich muss auflegen, da drüben sind Einbrecher. Und zitter wirklich wie erst im Laub und habe noch nie gemerkt, dass ich noch nie in meinem Leben die Polizei angerufen habe. Mhm. Und wusste die Nummer nicht. Engelein. Ja, Engelein. Und gebe Google Polizei wie ein Kamm Rainer Gasse. So, okay, ich tippe drauf, ruf an. Polizei, den Steller Rainer Gasse. Ich sage, geht's ein bisschen schneller? Okay, gut. Sag Rainer, unsere Adresse, Nummer. Sag ich, Nummer? Scheiße, ich weiß die Nummer nicht. Na, wie, ja, sie wie von deiner Nummer schon halt sagen, wo der Einbruch ist. Ich war ja mein Gegenüber. Gut, ich sag, es ist Haus Nummer 2. Ja, stimmt es. Es ist Haus Nummer 2. Dachte ich zur Not, ich gehe runter und schaue, wo die Polizei. Ja, und die Einbrecher wurden ertappt und man hatte sie. Ich bin dann auf die Polizeidienststelle. Und ja, und dann habe ich natürlich Brigitte mit dem Arm angerufen und habe gesagt, den stellst du mir jetzt vor. Und das war's. Also erst da hat es funktioniert als Dankeschön quasi. Als Dankeschön. Erst als Dankeschön. Also, es ist doch wirklich schade, dass es erst eines Einbruchs bedarf. Was denn noch, dass diese zwei zusammenfinden? Und natürlich fragt mich jeder, Ecke, was haben die Einbrecher gekostet? Das ist naheliegend, ist doch klar. Na, aber es ist wirklich eine tolle Geschichte. Aber wie du sagst, deinem Leben gibt es ja unglaublich viele Auf und Abs. Also diese viele lustigen Geschichten und sehr viele schöne Geschichten gehören ja auch dazu. Weniger schön ist dein Vater, der ja nochmal eine Familie gegründet hat, schon vor dem Tod deiner Mutter, und du hast Halbgeschwister. Den hast du 2016 verloren. Unglaublicherweise, dein Vater wurde ermordet, bei sich daheim aufgefunden. Ja, also mein leiblicher Vater. Ich wurde als Erwachsene adoptiert auch. Und ich habe meinen Vater, meinen leiblichen Vater, durch einen Mord verloren. Das ist richtig. Und das Motiv und der Mörder, das ist nach wie vor, tappt man da im Dunkeln? Der Mord ist nicht aufgeklärt. Ist nie aufgeklärt worden? Nein. Also du hattest schon wirklich, das war 2016, ist ja noch nicht so lange her, sehr, sehr, sehr viel zu verarbeiten in deinem Leben. Wenn man euch beide so sieht, wirkt das schon so, muss ich sagen, recht harmonisch. Auf deiner heutigen Glücksskala, sag jetzt mal von 0 bis 10, 10 ist das Höchste. Wo würdest du sagen, dass du stehst? Sehr hoch. Ich bin sehr gut darin geworden, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Also auch der Mord, ich habe mich damit beschäftigt, ich bin dahin gefahren. Wir wir wurden verhört von der Mordkommission, weil wir als Täter auch in Frage kamen. Das ist alles das, was ich vorher in Filmen, sowas habe ich gedreht, aber nie erlebt. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn du so etwas verarbeiten musst und weißt, dass der Mörder bis heute nicht gefunden wird. Aber dennoch muss ich sagen, alles, was im Leben, in meinem Leben passiert, und da bin ich einfach Meister drin geworden, nehme ich an. Ich habe getrauert natürlich um ihn, wie ganz klar, und tue das heute noch. Aber dennoch, ich stehe morgens gerne auf und ich gehe gerne in den Tag. Möge er bringen, was er bringen muss. Tolle Einstellung, die du da gewonnen hast. Elke, ich sage ein großes Danke, dass du uns so viel aus deinem Leben und aus deinem Familienleben erzählt hast. Danke. Euch beiden viele schöne Jahre, kann ich nur sagen. Aber mag kommen, was da kommen mag. Was da kommen muss. Danke. Danke. Ja, falls auch Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, dann mailen Sie einfach an vera@orf.at. Neue Geschichte, neuer Name, Virginia Ernst. Ein Name, den Sie sich jedenfalls, davon gehe ich aus, in näherer Zukunft merken werden, falls Sie ihn nicht eh schon längst kennen. Virginia Ernst, eine ehemalige Eishockey-Profispielerin, und einer ihrer Songs war in den Ö3-Hörercharts immerhin 7 Wochen auf Platz 2. Und ab kommenden Freitag ist sie einer der neuen Dancing Stars. Virginia Ernst, servus. Hallo. Fein, dass du gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, Damen-Eishockey, das ist ja nun nicht die aller populärste Sportart der Österreicher. Mhm. Wie viele Teams gibt es überhaupt, die gegeneinander spielen können?
Es gibt unterschiedliche Ligen. Also ich habe immer in der EWHL gespielt, das ist die Europe Women Hockey League. Das ist quasi mit Ungarn, Slowakei, Tschechien, ab und zu Deutschland war dabei. Das ist halt die Region, wo halt Österreich mehr dabei oder weniger dabei ist. Also allein würden wir es nicht zusammenbringen? Wir haben zu wenige Mannschaften dabei noch. Also wir haben die Bundesliga, das sind halt dann die bisschen schlechteren. Und die Oberliga ist halt die EWHL und da spielt halt Salzburg und die EHV Sabres, wo ich damals gespielt habe, in Wien noch, bis ich dann mit 17 ausgewandert bin, spielen in der höchsten Liga. Ausgewandert nach Schweden? Genau, nach Schweden. Da warst ein Jahr dort ein Profi? Drei Jahre warst du dort als Profi. Ich bin dreimal übersiedelt, mehr oder weniger, im großen Teil. Und das schon mit 17, also das ist schon eine Beachtung. Mit 16 warst du bei deiner ersten Weltmeisterschaft in Nordkorea? Ja! Unglaublich. Unglaublich. Was hast du da eigentlich mitbekommen von diesem Land? Boah, das war ganz schräg. Ich glaube, ich habe noch nie eine Dopingkontrolle gehabt. Also ist es auch im Frauensport so, dass du einfach Dopingkontrolle hast, und weil da auch immer wieder Cheater gibt. Und da gab es ja solche Klos, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Meine Eishockey-Ausrüstung riecht nach heute noch, nach dieser Eishockey-Kabine. Ja. Also allein schon der Flug dorthin hat uns, glaube ich, wir sind in Peking gelandet, ja, und sind dann mit einer Propellermaschine, die ganz oben auf der schwarzen Liste bei der europäischen Fluglinien steht. Das weißt du aber erst im Nachhinein, hast du erst erfahren, oder? Wir haben nur unsere Eishockey-Taschen darauf flitzen sehen, und das war, wir sind mit Holland und Slowakei in einem Flieger gesessen, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir haben noch die Maschine ausgedacht und haben uns gedacht, na, die Volltrotteln, die mit der Maschine fliegen. Ja. Und das war dann eure? Das war dann unsere. Ich bin 1000 Tote dort gestorben. Wir sind über die chinesische Mauer drüber geflogen, also als Propeller, ja, und das war ja irrsinnig laut, und sobald es leiser worden ist, gegangen. Ja, also wir waren wirklich alle in Panik. Ich hab den Boden geküsst, wie ich dann dort unten angekommen bin, und ich habe gewusst, wir müssen wieder nach Hause. Ja, somit war es nicht einmal eine Erleichterung. Ja. Es ist geglückt, du sitzt jetzt hier. Jetzt sitze ich da. Aber nach diesem fast dramatischen Erlebnis dieser Weltmeisterschaft, das hat dich nicht daran gehindert, dann noch bei weiteren 4 Weltmeisterschaften woanders zu spielen? Die waren noch in Europa. Die waren, okay. Und was war da die beste Platzierung? Wir sind Platz 1 in der ersten Division geworden in Finnland. Das ist mittlerweile 2008, also 11 Jahre her. Ja. Ja. Erster Platz, Goldmedaille geholt. Ja. Ja, und relativ bald danach, mit 20 oder so, um dieses Alter rum, hast du auch schon den Profisport an den Nagel gehängt. Ja, mit 21. Mit 21, genau. Warum? Nee, ich hab mehr oder weniger, ich war ja 3 Jahre lang in Schweden und habe mir zu meinem 21. Geburtstag eine Gitarre gewünscht. Und ich bin sehr musikalisch aufgewachsen. Mein Vater ist Musiker, meine Mutter hat immer das Management von ihm gemacht und so. Also ich war immer im Tonstudio, egal wie alt ich war, aber ich habe mich halt auf den Sport konzentriert. Mich hat aber das Singen immer gereizt, und ich habe erstmalig eine Gitarre bekommen und habe in meinem ganz kleinen Raum in Schweden damals, das war Tungelsta in der Nähe von Stockholm, habe ich mir via YouTube Gitarre beigebracht und habe wirklich, glaube ich, 3 Wochen lang Blasen an den Fingern gehabt, weil ich so geübt habe, habe sogar das Trainingshaus lassen und auch die Schule dort, nur um meine ersten Akkorde zu spielen. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von einem Monat nur mit 2 Akkorden meinen ersten Song geschrieben. Und wenige Jahre später, das muss man sich vorstellen, dann mit 24, 2015 wurde sie bereits nominiert als Künstlerin des Jahres. Also das ist schon, das klingt irgendwie wie ein Märchen. Ja, ist es auch eigentlich. Ich habe schon mit 9 gesagt, ich will Sängerin werden. Dann kam der Sport, und habe ich das irgendwie verloren gehabt. Und ich habe immer schon so eine extreme Leidenschaft für die Musik gehabt. Also ich habe sie immer gern gespürt und gesungen, aber ich konnte mich nie auf der Bühne sehen. Und dein Vater, hat der dich diesbezüglich auch sehr dann unterstützt? Natürlich, meine schon. Ganze Familie hat mich sehr unterstützt. Ja. Es ist vom Eishockey-Sport zu Musik ist ja schon ein großer Schritt. Ja, aber in beiden finanziell gesehen genau dasselbe. Aber in beiden so erfolgreich, das muss man auch sagen. Also ich würde mal sagen, die Dancing-Stars, Konkurrenten und Konkurrentinnen, die werden sich da warm anziehen müssen. Die Frau ist sehr ehrgeizig, scheint so zu sein. Und du singst ausschließlich Englisch? Ja, hatte ich eigentlich immer vor, dass ich nur, also Deutsch kam nie wirklich in Frage. Ich kann es auch nicht so ausdrücken irgendwie. Und diese eine Nummer wurde ja zum Hit, war lange in den Ö3-Charts, Rockin'. Wer Virginia nicht kennt, kennt aber vielleicht das Lied. Kannst du es mal a cappella ansingen? You get me rockin', still we're not talkin'. It only goes ba-da-ba-ba-dap, ba-da-ba-ba-da inside my head, ba-da-ba-dap, ba-da-ba-dap, and that's what you do. Wunderbar. War auch kein Problem.
kein Problem, das A Cappella zu machen. Und heuer 2019 hast du große Pläne. Du wirst ein Album in Los Angeles produzieren, gemeinsam mit Alan Parsons. Ja, ich habe meine nächste Single, Looking in His Eyes Now, letztes Jahr mit Alan Parsons gemeinsam produziert. Letztes Jahr schon. Genau. Also der hat ja auch schon mit deinem Vater produziert. Immerhin genau. Ein Mann, der auch schon mit Pink Floyd und den Beatles gearbeitet hat. Na ja, will er sich die Ehre geben mit der Virginia Ernst. Also es läuft und läuft und es läuft sehr, sehr gut. Danke. Ja, du bist die jüngste von 5 Geschwistern. Ja. Die anderen 4 sind nicht so musikalisch. Also du bist die... Nein, ich bin wirklich die sportlichste und die musikalischste, muss ich sagen. Also ich muss auch dazu sagen, meine Geschwister, ich habe einen anderen Papa. Also mein Papa ist auch eigentlich der einzige Papa von mir. Der hat dann mittlerweile... Im Allgemeinen hat man nur einen Papa, aber bitte. Naja, im Großen und Ganzen, die anderen Geschwister haben einen anderen Papa. Wir haben alle die gleiche Mama. Und die anderen, Stefan und Vicky, die 2 Jüngsten, hat mein Papa dann auch adoptiert. Die heißen mittlerweile auch Ernst. Und ich bin da halt wirklich in die Fußstapfen meines Vaters irgendwo getreten. Mhm. Hätte ich mir halt nie vorstellen können. Aber irgendwo, auch mein Großvater war Komponist. Also die Ernstseite ist wirklich sehr musikalisch, muss ich sagen. Ja, offensichtlich. Und ja, der Erfolg hat sich ja auch schon eingestellt. Aber wie haben eigentlich deine Halbgeschwister, muss man jetzt sagen, wie haben es deine Halbgeschwister und wie haben es auch deine Eltern aufgenommen worden, als klar war, dass du dich sexuell einfach zu Frauen hingezogen fühlst? War das irgendwann einmal ein Problem oder war das in der Familie? Es war immer schon so. Ich bin einmal mit einer Freundin angekommen und habe gesagt, das ist meine Freundin. Und hey, cool, hübsch. Ja? Und das war es auch so, auch wie ich dann gesagt habe, ich werde heiraten zu meiner Oma. Damals noch. Und ich so, wow, wirklich? Man kann eine Frau heiraten? Ja? Und ich so, ja. Na, cool. Ja? Das hat mich selber total fasziniert. Ja? Aber da war nie ein Problem. Also da war, ich habe das nie als Problem dargestellt. Somit war es für sie auch nie ein Problem. Ja, aber möglicherweise für die Umwelt. Merkst du irgendeinen Unterschied, wenn du jetzt zurückdenkst an vor 10, 11, 12 Jahren zu heute? Hat sich da was verändert so in der Umwelt? Wenn du mit deiner heutigen Ehefrau, damals mit Freundinnen, eindeutig als lesbisches Paar, was ich über die Straße gehst, also einfach dich in der Öffentlichkeit zeigst. Ich hab ein großes Problem mit dem Wort lesbisch sein. Weil ich glaube einfach, dass die Leute dieses Schubladensystem sehr viel denken. Ja? Dieses homosexuell ist gleich schwul und lesbisch sein. Ja? Aber man ist einfach so, wie man ist. Ja? Und da muss man sich nicht rechtfertigen. Man geht ja noch nicht auf der Stirn und sagt, ich bin jetzt heterosexuell, ja, und beschließt, du bist jetzt in einer Schublade. Deshalb haben eben ich und meine Frau ist 7 Jahre lang mit einem Mann zusammen gewesen. Und für sie ist dieses Wort so, sie hat sich in den Menschen verliebt. Ich sehe es halt nur, dass wir in Österreich viel offener geworden sind. Wir sind viel toleranter geworden. Ich habe auch den Eindruck, dass das sich und so entwickelt, akzeptieren halt viel mehr. Ja. Mhm. Wurde auch schon Zeit, muss ich sagen, weil ich bin in Schweden. Du hast es ja gar nicht erlebt, wie das war vor 20, 30 Jahren. Naja, du warst noch gar nicht der aber Welt. Ich habe es gehört. Ich habe es natürlich gehört von Großeltern, von anderen Seiten. Es gibt ja natürlich nach wie vor sehr viele konservative Leute. Ja, und denen kann man das auch nie irgendwie erklären, wenn sie ihren Standpunkt da wirklich festgelegt haben. Aber ich bin in Schweden gewesen und da war das überhaupt kein Thema. Ja? Schweden war ja immer schon etwas liberaler, also jedenfalls als Österreich, das kann man schon so sehen. Ja, deshalb war es auch so, weil ich dann zurückkomme und bin, war das halt ein bisschen schwieriger. Ja. Aber du sagst, deine Frau, die Dorothea, die war früher so mit viele Jahre mit einem Mann zusammen, dann habt ihr euch gesehen, es hat Zoom gemacht. Ja. Wortwörtlich. Ja, weil das erzählt die Geschichte. Du hast ja bereits nach 2 Wochen den Antrag gemacht. Ja, ich meine, es war dann schon so, wir hatten beide Beziehungen davor und immer wieder überlegt, heiraten, nicht heiraten, Kinder, vor allem ich. Ja. Also ich so grundsätzlich als Freiläufer auf vielen Sachen unterwegs gewesen und dann plötzlich steht sie vor mir und meine Mutter hat immer gesagt, weißt du, wie ich deinen Papa kennengelernt habe, ich gewusst, das ist er. Und das ist sich so festgefressen, weil meine Großmutter hat auch immer gesagt, sie hat ihn gesehen und gewusst, das ist er. Ja. Und das muss man spüren. Ja. Und ich habe gedacht, spüren, was spürt man da anders? Ja, weil ich habe ja schon Freundinnen gehabt davor oder zuvor und dann habe ich sie gesehen und habe gewusst, bah, das ist sie jetzt. Mhm. Das kann man nicht erklären. Ja. Es ist, fragen auch immer Freundinnen, ja, ich weiß nicht. Und sie sagen, du spürst das. Du weißt das einfach. Ja. Das Wichtige ist, der andere hat es, also in dem Fall die Dorothea, hat es auch genauso empfunden. Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist ja das Wichtigste. Sonst könnte ich jetzt nicht das Sitz und das Training. Nein, sie hat das genauso empfunden. Ja. Also das war wirklich,
ich weiß nicht, ob es lieber auf den ersten Blick war. Für mich war es lieber auf den ersten Blick. Ja. Sie hat erzählt ein bisschen immer eine andere Geschichte herum. Aber ist auch egal, wenn sie sagt, das war der zweite Blick. Ja, es war der zweite Blick, mehr oder weniger. Aber wir haben uns schon nach zweieinhalb Wochen habe ich den Antrag gemacht. Das war auch eigentlich ein bisschen eine spontane Aktion, aber ich wollte nicht länger warten. Und habe so einen Alufolienring gebastelt und habe dann gefragt, willst du mich heiraten? Und sie so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und ich sage so, doch. Psst. Und sie hat ja gesagt. Na schau. Und das ging dann eigentlich, haben wir das wirklich innerhalb von einem Jahr. War das romantisch, diese Situation, oder war das in der Straßenbahn? Ich meine, wenn du vom Alufolienring sprichst. Romantisch ist relativ. Also es war schon für mich eine sehr große Herausforderung, weil jemanden zu bitten, mit mir das ganze Leben zu bewältigen und mit mir die Erfolge und ihre Erfolge zu einfach den Weg zu gehen, es war für mich schon eine romantische Situation. Die Umgebung hat es halt so ein bisschen ruiniert, aber... Wieso, wo war es denn? Wir waren auf der Fête Blanche im Casino Felden. Naja, also es gibt Schlimmeres, oder? Naja, also, wenn man bedenkt, dass unsere beste Freundin daneben gegampelt hat und gesagt hat, ist das euer Ernst jetzt? Ach so, das war nicht einmal so diskret, nur ihr zwei, sondern so laut, dass das möglichst die Umgebung auch noch mitkriegt. Nein, sie hat mir dann gesagt... Wenn du es wirklich ernst meinst, dann brauche ich schon noch einen richtigen Antrag. Und dann bin ich wirklich, das war jetzt Wochenende, habe ich immer am Montag einen Ring geholt und bin am Montag dann nach Hause gekommen mit Blumen, bin oft nochmal auf die Knie gegangen und habe den Antrag gemacht. Sag, stimmt das, dass die Eltern deiner Frau überhaupt eure Beziehung noch vor der Ehe, aber jedenfalls durch die Zeitung erfahren haben? Ja, das war ganz schlimm, weil so weit haben wir gar nicht gedacht, ist das schon in der Zeitung gestanden. Und dann kam schon eben die erste Nachricht von den Eltern und meine Frau war so cool und hat halt zurückgeschrieben, ja, ich bin mit der Virginia zusammen, akzeptiert es oder akzeptiert es nicht, aber ich werde meinen Weg mit ihr gemeinsam gehen. War es dann ein Problem oder war das nur die momentane Irritation, weil sie ja vorher so lange mit einem Mann zusammen war? Überhaupt nicht. Also das war... Sie hat so sehr für sich akzeptiert, dass die anderen überhaupt keine Wahl gehabt haben, um das auch zu akzeptieren. Und war es für euch auch von Anfang an überhaupt kein Thema, dass die Dorothea deinen Nachnamen annimmt? Oh, gutes Thema. Wir haben schon umeinander dann, weil sie hat einen wirklich coolen Namen, nämlich Prinz. Oh. Ja. Wir haben überlegt zwischen Ernst Prinz, ja, auf der Einladung ist auch oben gestanden, Ernst, jetzt macht Prinz ernst, Prinz wird ernst oder Prinz macht ernst, sowas. Ah, nett, ja. Aber wir haben schon, weil ich fand den Namen auch ziemlich cool, nur das Problem war, ich bin schon mit Ernst, so mit meinen Namen und so irgendwie vorangekommen und habe ihn auch auf 1000 Dressen umgehabt. Da habe ich gesagt, ich muss den leider behalten und sie wollte auch haben, dass die Kinder auch keinen Doppelnamen haben. Somit haben wir uns dann Gott sei Dank dafür entschieden, dass wir Ernst heißen. Also konntest du überreden irgendwie? Freiwillig. Vielleicht ein bisschen freiwillig, alles klar. Ja, Kinder, wenn du das sagst, Kinder, ihr wollt, also wünscht euch auch Kinder. Ja. Das ist ja bei einem männlichen homosexuellen Paar, ist das keine Frage, dass das Kind eben adoptiert dann wird. Bei zwei Frauen ist die Sache schon anders. Ist das für euch auch klar oder muss da auch erst lang diskutiert werden, wer dann allenfalls das Kind auch wirklich austragen darf? Oder ist das für dich keine Frage? Na, für mich ist es keine Frage, okay, weil es war immer schon klar, dass ich halt den männlichen Part übernehme. Ja, also es ist wirklich dieser, du hast ja den Mutterwunsch, du möchtest gerne ein Kind, aber nicht den Wunsch, das Kind zu gebären. Also diesen Mutterwunsch, dass man quasi ein Kind drinnen hat, das hatte ich zum Beispiel nie. Mhm. Da muss ich sagen, ist meine Frau schon sehr, die wünscht sich das sehr und ich wünsche meine Familie. Und das ist halt mit ihr erst wirklich entstanden, weil davor hättest du mich fragen können, ich habe gesagt, na, keine Kinder und jetzt ist es wirklich Thema. Okay, aber bevor es mit der Familienplanung und so weiter losgeht, erst noch Dancing Stars, nächste Woche geht's los. Ja, da kann man eigentlich nur die Daumen drücken. Sie wird im Ballroom sein, oder vielleicht nicht, aber ich die Mama auf jeden Fall. Und du wirst tanzen als Mann? Genau, das habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich mit einer Frau tanzen kann und Outfit eines Mannes. Ja, das war aber mehr oder weniger auch eine extreme Herausforderung ist, muss ich dazu sagen. Für alle Beteiligten? Ja, auch. Und alle deine Lieben werden dir die Daumen drücken. Ab nächster Woche im Ballroom, die Mama ganz bestimmt, die Dorothea, wenn sie sich dann vielleicht vor die Kamera traut. Oder ansonsten drückt sie es halt hinter den Kulissen. In jedem Fall wird es eine Herausforderung. Jetzt vielleicht auch, aber ich glaube für dich eher nicht, wenn du uns deinen neuen Song vorspielst. Gitarristen hätten wir da, den Michael.
Something started changing in a way that I can't explain. In silence, I could feel it deep inside. I thought that I was broken in my heart, my mind, my soul. You brought me back to life and gave me hope. I'm hoping, I'm looking in these eyes now. Makes me feel like I am strong enough to lead you. There's no way to bring me down. Oh, I'm looking in these eyes now. Makes me feel like I am strong enough to lead you. There's no way to bring me down. Telling you all the time now, you can't bring me down.